Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der Sportsendung Seitenlinie. Im Handballclub Kadetten Schaffhausen läuft es im Moment überhaupt nicht. In der Champions League stehen sie kurz vor dem Ausscheiden und auch in der Meisterschaft kassieren sie bittere Niederlagen. Wieso läuft es im Team so knarzig? Der Trainer Urs Scherer gibt Auskunft. Herzlich willkommen, Urs, bei uns im Studio. Hallo. Urs, am Donnerstag gegen Minsk habt ihr leider verloren. Auch am Samstag ist es nicht viel besser gelaufen. Gegen Wacker Thun habt ihr die Meisterschaft verloren. Wie gut schlafst du im Moment? Ja, schlafen tue ich nicht so viel, das ist klar. Aber mehr, weil ich mich auch wieder vorbereiten muss auf das Nächste. Wie du gesagt hast, wir haben im Moment nicht viel Zeit, um nachzutrauern. Wir haben nächsten Mittwoch ganz wieder ein wichtiges Spiel, Göppspiel. Dann habe ich eigentlich weniger schlafen, weil ich mich vorbereite auf das. Aber es nackt natürlich schon. Also, ich würde sicher besser schlafen, wenn wir die Spiele hätten gewonnen. Schauen wir noch kurz zurück auf die 26-28 Niederlage in Wacker Thun. Die erste Halbzeit habt ihr dominiert. In der zweiten Halbzeit habt ihr dann aber deutlich zurückstecken müssen und eigentlich dann auch noch viel Goal bekommen und verloren. An was hat es gelegen? Ja, so viel Zeit haben wir nicht, dass ich alles aufzählen kann. Es ist sicher so, dass die erste Halbzeit deutlich besser war. Aber schon dort, und das ist das Hauptproblem, vergeben wir Chancen, für viel höher zu führen in Pause. Und das muss man einfach machen auswärts. Wenn man die Chance hat, muss man die packen. In der zweiten Halbzeit haben wir wirklich Probleme bekommen. Und dann ist einfach noch dazu gekommen, ein kleines Leidungsthema, dass wir auch von den Schiedsrichtern deutlich benachteiligt wurden. Und einfach das Gesamte hat es dann so ergeben, dass wir praktisch keine Chance mehr hatten auf einen Sieg. Aber ich will das nicht nur abschieben auf die Schiedsrichter. Also wir schauen schon bei uns auch. Und wir sind sicher auch in der zweiten Halbzeit zu wenig aggressiv und zu wenig entschlossen. Aber du sagst es selber, du willst nicht die Niederlage der Schiedsrichter in die Schuhe schieben. Trotzdem hat sich aber deine Mannschaft entschieden, um im Verband einen Brief zu schreiben und sich zu beschweren über die Leistung der Schiedsrichter an diesem Wochenende. Was müssen sie damit bezwecken? Ja gut, es geht ja nicht nur um das Wochenende. Es geht ja auch darum, um die Vergangenheit, die schon war, wo wir einfach das schon ein paar Mal gemerkt haben, dass wir in der Schweiz einfach nicht gleich behandelt werden. Es kann einfach nicht sein, dass in einer Spielsituation auf der einen Seite so behandelt werden und nur weil wir Kadetten Schaffhausen sind und international spielen, wird so behandelt. Und ich denke, es ist ein gutes Zeichen, das die Mannschaft mal setzt und sagt, ja, wir lassen uns einfach nicht alles gefallen. Es geht auch darum, wir sagen einfach auch, es kann nicht sein, dass an das Spitzenspiel das Paar Nummer 7 oder 8 in der Schweiz kommt, wo sonst, ich sage es jetzt nicht böse gemeint, aber Nationalliga B-Match oder Frauen Spiel pfeifen, wo dann ein Spitzenspiel pfeifen kann. Das stinkt der Mannschaft und finde ich auch richtig, dass die Mannschaft mal etwas da zeigt und einen offenen Brief an den Verband macht. Der Präsident Giorgio Bea wird noch deutlicher. Er spricht von Mobbing gegen Kadetten Schaffhausen. Kannst du das unterstützen? Ja gut, das läuft natürlich in so eine Richtung. Oder man überlegt sich natürlich solche Sachen, wenn es nicht das erste Mal ist. Das Mobbing, das heisst ja, da wird jemand andauernd benachteiligt oder irgendwie angegangen. Und ja, wir haben das letztes Jahr schon das Gefühl gehabt oder schon zum Teil zu merken bekommen. Und darum sind wir jetzt so weit, dass man halt vielleicht muss vom Mobbing reden. Du sagst es aber auch, man kann nicht nur Gründe extern suchen, man muss auch intern suchen. Wenn man zurückschaut auf die letzte Saison, da haben wir 19 Siege oder 19 Spiele ohne Niederlage aneinandergereiht. Jetzt sind wir schon in der Meisterschaft viermal sind leer ausgegangen. Wo liegen die Gründe in der Mannschaft? Ja gut, da gibt es natürlich auch wieder viele Gründe. Ich denke, wir haben die letzten 4 Jahre immer ein Team gehabt, das Kern zusammen war. Wir waren sehr eingespielt. Wie du sagst, wir sind auch für Erfolgswellen geritten. Das macht den Sieg auch viel einfacher. Manchmal, blöd gesagt, weisst du nicht einmal, wieso du gewonnen hast, sondern einfach, es läuft. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo es eben nicht so läuft. Und dann ist es umso wichtiger, dass eine Mannschaft zusammensteht, dass eine Mannschaft zeigt, wir kämpfen füreinander. Und da wir im Moment noch nicht so eingespielt sind, weil wir Spieler haben, die Vorbereitung nicht haben können mitmachen konnten, Spieler, die ein ganzes Jahr nicht haben können spielen, sind wir im Moment einfach noch nicht so weit. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es jeder schon einen Begriff hat in der Mannschaft, dass wir jetzt einfach am Punkt sind, wo man
auch wir einfach nur über einen Kampf zurückkommen können. Und das ist das, was ich der Mannschaft deutlich weitergeben werde, was ich leider auch in Thun zum Teil vermisst habe. Das einfach, jetzt gibt es nichts mehr anderes, als einfach über eine geschlossene Teamleistung, vor allem im Kampf und ja, Aggressivität und alles auf den Platz bringen und einfach fast für das Überleben kämpfen. Du sagst, letztes Jahr hat man zum Teil gar nicht gewusst, wieso dass man gewonnen hat, die 19 Spiele. Ist denn die Liga jetzt in diesem Jahr stärker geworden? Ist es ausgeglichener geworden? Oder sind die einfach schwächer geworden? Ja gut, wir spielen sicher nicht auf dem Niveau von letztes Jahr. Das ist ganz klar. Andere Mannschaften haben sich verstärkt oder ja, sie haben schon länger zusammen. Die haben ein Gefühl, das stimmt, das passt. Das bewerten, ob wir schwächer oder sie stärker sind, ist ein bisschen schwierig. Aber ganz sicher ist es so, dass letztes Jahr natürlich auch die Gegner gar keinen Glauben hatten, dass sie uns schlagen können. Und wenn man natürlich ein paar Niederlagen hat, kommen die Gegner natürlich auch anders und haben das Gefühl, ja klar, wir haben eine Chance gegen Kadetten Schaffhausen. Wenn wir immer gewinnen, dann tut man sich ja auch irgendwo einen Status erarbeiten, wo der Gegner ich sage jetzt mal, von Haus aus nicht so sich eine grosse Chance ausrechnet. Und im Moment sind wir angreifbar, das ist ganz klar. Für das sind wir selber schuld. Aber jetzt geht es darum, den Hebel wieder umzukehren. Und wie ich gesagt habe, Kämpfer ist halt auch eine Scheibe drauf zu legen. Ja. Den Hebel umlegen, den möchtet ihr ja auch noch in der Champions League. Wobei dort sieht es gar nicht gut aus. Ihr seid im Moment auf dem zweitletzten Platz. Habt noch kleine Chancen, um unter die besten 16 Mannschaften zu kommen. Für das müsst ihr da auf den vierten Platz vorrücken. Würdet ihr in der Champions League überwintern? Ja, also solange das theoretisch möglich ist, kämpfe ich. Ich hoffe auf die Mannschaft bis zum Schluss für das, weil wir haben doch noch zwei Heimspiele gegen Seged und gegen Berlin. Und ganz klar, wenn wir die gewinnen, haben wir gute Chancen, dort weiterzukommen. Wir haben nächsten Samstag ein schwieriges Auswärtsspiel in Barcelona. Haben wir aber auch gar nichts zu verlieren. Wird sicher schwierig, aber ich probiere natürlich, die Mannschaft so weit zu bringen, dass wir einfach dieses Spiel voll gehen. Und erst wenn es rechnerisch nicht möglich ist, ist es nicht möglich. Aber die Chance besteht sicher noch. Wir haben eben, wie gesagt, noch die zwei Heimspiele, die wir sicher gewinnen können. Und das müssen wir halt umsetzen. Wobei, man muss schon sagen, es sind keine einfachen Aufgaben. Auch wenn man euch gegen Minsk beobachtet hat, die erste Halbzeit sind sehr konzentriert, sehr aggressiv auch. Aber in der zweiten Halbzeit ist der Faden auch da verloren gegangen. Wie beurteilst du das Spiel? Ja, ähnlich. Das ist ja so. Man kommt eigentlich immer ein bisschen auf den Gleichpunkt, also von dem eingespielt hat. Das braucht im Moment sicher nicht so viel, dass bei uns, ich sage jetzt mal, das Kartenhaus fährt an zu wackeln. Das ist sicher ein Problem, das wir die letzten Jahre nicht hatten. Wo wir irgendwo etwas hatten, das wir uns festhalten konnten und das uns wieder vorwärts gebracht hat. Im Moment sind wir dort nicht so weit. Das war in diesem Spiel sehr augenscheinlich. Das ist ja so. Ich probiere das im Training und auch im Videostudium zu zeigen und die Mannschaft auch so weit zu bringen, dass sie wieder an den Glauben haben, wieder miteinander kämpfen. Das ist ganz klar. Aber ich muss auch mal sagen, wir haben eine sehr, sehr starke Gruppe. Also, das muss man doch auch mal auf den Punkt bringen. Also, es ist Champions League, es sind Champions. Und es ist halt einfach in den letzten 3-4 Jahren auch sehr gut für uns gelaufen. Und vielleicht hat man sich ein bisschen an ein Niveau gewöhnt, das halt vielleicht schon an oberen Grenzen ist. Und dann braucht es halt nicht so viel, dass man mal ein bisschen drunter geht. Aber es tut weh und mir ist sich auch ein bisschen anders gewöhnt gewesen, aber vielleicht ist es im Moment auch die Realität. Wenn du von deinem Team sprichst, sprichst du immer vom Kollektiv, von einer Mannschaft. Du willst keinen einzelnen Spieler herausheben. Würde mich aber schon noch ein bisschen interessieren, von welchen Spielern würdest du für die nächsten Match einfach noch mehr erwarten? Ja gut, wie du sagst, ich rede vom Kollektiv und für mich ist es ein Mannschaftssport. Also es gibt sicher Einzelspieler, die im Moment nicht in einer super Form sind, die selber mit sich zu tun haben, die müssen kämpfen um die Form. Aber am Schluss kann eine Mannschaft das nur regeln. Also die anderen müssen dann noch helfen. Und
seit ich jetzt da der Chef bin, probiere ich auch die Aufgabe oder die Spielanteile zu verteilen. Also es gibt für mich jetzt nicht irgendwie eine Gruppe, wo ich sage, ja, das sind meine Starspieler, die spielen immer, die müssen jetzt die Verantwortung übernehmen, weil ich gebe auch den Jungen Verantwortung, weil wir haben auch junge Spieler, die Nationalspieler sind, die sollen auch Verantwortung übernehmen, also nicht quasi nur den Alten geben. Von dem her, bleibe beim Gleichen. Gefordert ist wirklich die Mannschaft. Also, weil einen allein bringt es eh nicht raus. Wir müssen eine andere Deckung viel mehr unterstützen und im Angriff genau gleich. Du schwätzt vom Angriff und von der Deckung. Ich möchte noch eine Position weiter zurückgehen, auf die Goalie-Position. Ich habe einen super Goalie, was Krivicius, der super pariert. Euch fällt aber im Moment irgendwie die Nummer 2. Quadrelli verletzt und auf der Position 2 gibt es immer Wechsel. Mhm. Wie stark sind ihr auf dieser Position? Ja, auf der Position 2 sind wir sicher im Moment nicht so stark, ist ganz klar. Dort fehlt sicher der Remo Quadrelli als Nummer 2 oder als Ergänzung zu Arunas. Aber das Problem geht ja noch weiter. Wir haben im Moment, der Arunas ist extrem unter Druck. Er muss praktisch jedes Spiel durchspielen. Und das merkt man leider auch bei ihm. Also er kommt an seine Grenzen. Seine Leistungen waren in den letzten Spielen leider auch nicht ganz so gewesen wie vorher. Aber ich mache ihm dort wirklich keinen Vorwurf, weil es ist eine sehr schwierige Zeit für ihn. Weil er ist in jedem Training, er ist in den Spielen immer gefordert. Und bei Nummer 2 ist es halt so im Moment, dass ich dort ein bisschen rotiere. Es gibt junge Goalinnen, die eben auch mal das Vertrauen sollen haben, die auch mal sollen können spielen können, sei es in der Meisterschaft oder Champions League, weil sie es einfach auch verdient haben. Mhm. Wie eine Silvio Meier, der bei uns bei der Espoir spielt, dort Samstag für Samstag super Leistungen bringt, bei uns in der Meisterschaft schon gut gespielt hat. Und darum habe ich zum Beispiel jetzt auch gegen Minsk ihn aufgeboten als zweiter Goalie. Weil, ich denke, das macht auch Sinn, dass man denen ein bisschen das Vertrauen gibt. Ich meine, die müssen auch mal die Erfahrungen sammeln. Aber es ist sicher so, wenn wir dort eine feste Nummer 2 oder einen zweiten Goalie hätten, wie es eigentlich geplant ist, wäre mir auch mehr dient. Und gut, Münder auftreten am nächsten Mittwoch. Ein ganz wichtiges Spiel, Göppspiel gegen den Leader momentan in der Nationalliga. Fadi Winterthur, ihr habt es zuhause am 8. Uhr am Abend. Wie stellst du deine Mannschaft auf diesen wichtigen Match ein? Ja gut, heute geht es zuerst mal noch ein bisschen auf die Analyse vom Samstagspiel. Da werde ich sicher mal aufzeigen, was mir dort nicht gepasst hat. Aber dann geht es ganz klar, der Fokus vorwärts zu schauen auf Fadi Winterthur. Es ist eigentlich ein schwieriges Los, ganz klar, ist Leader, aber Fadi ist Leader, aber es ist doch ein gutes Los, weil wir können daheim spielen. Wenn man im Göpp dieses Jahr ins Finale kommen oder Göpp-Sieger werden, trifft man sicher einmal auf Fadi Winterthur. Und das ist sicher am besten, wenn man daheim spielen kann gegen Fadi Winterthur im Moment, als in Winterthur oder irgendwo auf einem neutralen Platz. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, eine Runde später, aber wir können das nicht beeinflussen. Es war ausgelosen. Ich werde die Mannschaft aufrichten, sicher. Soweit wie es nötig ist, aufzeigen, was wir auch gut gemacht haben, weil wir haben sicher nicht nur alles schlecht gemacht. Und da gilt es angreifen, weil es ist ganz klar, am Mittwoch gibt es nur einen Sieg. Also, weil im Göpp, da nützt auch 10 Goal Unterschied nichts. Also, wir müssen einfach gewinnen und da muss das kämpferische Element muss sicher dort richtig reinkommen. Urs Scherer, ich danke dir ganz vielmals für die Ausführungen. Wir hoffen sehr, dass die Kadetten wieder auf die Siegerstrasse zurückfinden und uns noch viele Titel auf Schaffhausen bringen. Ja. Danke vielmals, merci, dass du im Studio warst. Merci. Ihnen, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten würden. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Ade miteinander.